Ja, die drei sollte ich gleich unten hinwappen. Und anscheinend haben wir nicht mehr genug Repair Packs. Das sollte ich auch automatisieren. Ja, ich denke, in den nächsten Folgen könnten wir mal wieder so eine Automatisierungsfolge machen. Also einfach ganz viele Fabriken hinpflanzen und dann dafür sorgen, dass die Sachen herstellen, die wir häufig brauchen. Krass, sehr schön. Nicht einsammeln, das Müll fürs Inventar zu. Bin bei den neuen Türmen echt noch nicht sicher. Wegen ihnen die Mauer einlassen und so. Na gut. Weg, weg. Du dahin. Was wollte ich jetzt noch? Genau, Repair Packs. Achso, und die Türme setze ich mal wieder hin, damit sie repariert werden und mir das Inventar nicht zumüllen. So. Was bist du? Ein Underground Tank. Ha. Output nur mit einer Pumpe. Das klingt interessant. Kann. Ich stelle mir das gerade so vor. Wir haben hier ein Unterwasser. Einen unterirdischen Tank. Und den verbinden wir in unterirdisch mit einem Tank irgendwo ganz oben. Das könnte unser Problem mit den meisten Flüssigkeiten lösen. Zum Beispiel dieser komischen Eisenoxid-Geschichte da. Das da. Ferric Solution. Dass wir es von hier aus einfach in einen unterirdischen Tank transportieren, damit irgendwelchen neuen Untergrundrohren. Da hatte ich, glaube ich, auch welche gesehen. Ja. Das dann unterirdisch komplett machen. Also nicht unterirdisch wie mit den alten Rohren, die diesen Knick hier machen und so weiter, sondern irgendwie schräg, anders oder so. Das wäre Schnieke. Oh gut, die da setzen. Und den Rest mal kurz abbrechen und Repair Packs bauen, damit die Roboter währenddessen arbeiten können. Da, ganz viele davon. Roboport? Wo ist der nächste Roboport? Da ist der nächste Roboport. Zip. Oh, habt ihr schon was zum Anfang? Piep, piep. Ist okay. Weg, 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 weg. Was sind alles angeschlagene, ne? Die sollten eigentlich alle da bleiben. Wegen reparieren und so. Okay, die kommen jetzt alle hier hin. Dann reißt sie später alle wieder ab. Super Verteidigung. Super sinnlos Verteidigung, ja. Jetzt klaue ich den Robotern sogar ihre Arbeit. Nur damit ich die Dinger hier einsammeln kann. Genau. Also, damit sie ordentlich stacken. Das ist halt doof. So. So. Her. Ja, bei Zeiten, aber nicht jetzt. Da. So, nochmal 10 davon, dann können wir hier drumherum weiterarbeiten. Was wollte ich noch alles machen? Ah, die ersten Befehle zum Abbauen sind dafür, das Holz. Das ist sehr gut. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal beobachten. Wo fliegst du hin, verdammt? Achso, da oben. Klappt nicht so, wie ich es gerne hätte. Okay, dann halt ein Requester-Chest. Du hättest gerne Holz, aber nicht viel. Und dann klappt das schon irgendwie. Weil das hier die nächste Kiste von dem Holzdingens hier ist. Also wenn jetzt gleich ein Construction-Bot kommt, du da zum Beispiel, und du nimmst dir Holz, dann guckst du, wo ist der nächste, der es gerne hätte, und dann bringst du es da hin. Ja, okay. Das klappt dann also soweit. Schöne Sache. Hier wird es dann genauso sein. Also wir könnten theoretisch jetzt oben die Fabrik aufbauen, die aus Schwefel, Holz Schwefel macht. Nur um das Petroleumgas mischen zu entlasten, was wir eigentlich gar nicht müssen. Ja. Ja, ähnlich hier wie beim Resin. Resin brauchen wir auch nicht wirklich, weil es hier unten auch ganz einfach hergestellt werden kann. Meh. Wofür ist das Fließband hier gewesen? Achso, das war das Fließband mit Tinplatten, was ich immer noch vor mir herschiebe. Weil wir das eventuell alles replizieren müssten oder ich müsste mir irgendwo
das da unten sichern. Ich glaube, das war ein Tinfeld. Und es ist halt bei der Basis. Wir haben jetzt schon seit zig Forschungsvorgängen keine Kampfsachen mehr erforscht. Das wollte ich auch noch nach oben bringen. Die gesamte Anlage hier haben wir oben jetzt neu gebaut, ne? Aber halt nur eine davon. Das hier brauchen wir nicht mehr. So. So. Und du brauchst die Chips, genau, und Stahl. Oh, sammeln sich schon wieder schön. Sehr gut. Türme sind fertig. Nicht ganz. Wir brauchen echt schweinelange. Ah, genau, die besseren Replikatoren. Die brauchen Engines. Okay. Die haben wir, glaube ich, nicht irgendwie zwischengelagert in der Kiste oder so. Das sollte ich ändern. Also wusel dich mal hier so durch. Da so durch. Problem. Ja, okay. Unterirdisch. Weg. So. Geht's jetzt so. So. Und beschränken. Element. Und ich kann jetzt 3 Quantum-Replikatoren bauen. Das klingt toll. Und die kann ich einfach so bauen, weil wir noch diese T- oder MK1-Replikatoren dabei hatten. Ja, schön. Batterien stauen sich. Okay. Steinziegel hatte ich, glaube ich, mal in Auftrag gegeben gehabt. Also die da. Für die Steinmauer. Aber wir benutzen gar keine Steinmauern mehr. Oder jedenfalls nicht mehr in naher Zukunft. Wir wechseln jetzt hier oben auf das da. Das heißt, das ganze Steinzeug kann ich mal in meine Logistikkisten schmeißen. So. Zusammen mit den 250 blauen Tränken, die dann hoffentlich ordentlich verteilt werden. Was wollte ich reintun? Genau, Steinzeug. Bis auf 1 Stack für Eigenbedarf. Dum, 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 dum. Und anderes Zeug, wo ich gerade nicht weiß, ob ich es momentan brauche oder nicht. Nehmen die Construction Bots auch die Repair Packs aus dem Logistiksystem? Anscheinend. Es sind gerade welche verschwunden. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie nicht vielleicht direkt im Ruheport drin sein müssen oder nicht. Aber anscheinend nicht. So, weg, 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 weg. 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 Weg, weg. Viel zu viele davon. Weg, 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 weg. Steel Bearing Ball? Warum haben wir so viele dabei? Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg. Weg, weg, weg. Weg. So, das ist noch wieder ein bisschen Platz. Okay, und die Kiste ist fast voll. Schön. Ihr habt immer noch kein Holz, ihr elenden Bastarde. Ich brauche mehr Construction Bots. Ja, die 3 schaffen das nicht. So, bau 5 davon. Gut, und jetzt bau Aluminium. Das heißt wieder Bauxit. Das geht so nicht. Bau einen guten Drill. Eigentlich bräuchten wir noch bessere, aber ich habe keine Ahnung, wie man jetzt Invar herstellt. Also wir haben jetzt einen Drill. Ein MK2 Drill. Und Alien Technology ist fertig. Schön für Alien Technology. Ich hätte jetzt aber ganz gerne eine Verbindung. Laufe ich gerade hin? Ich will Bauxit haben, ne? So, Bauxit war, ich glaube, da oben. Ist jetzt ein bisschen gefährlich. So.
Aber ich stelle da einfach einen Drill hin und baue ein paar von den Türmen drumherum und dann habe ich endlich mal einen kleinen Vorrat an Bauxit. Also dich eigentlich schön genau hier in die Mitte, damit möglichst viel rauskommt. So, das Ganze in der Kiste. Türme. Ja, gleich Overkill-Türme hier drumherum. So, das sollte alles aufhalten, was hier in die Nähe kommt. Hoffe ich. Und das Bauxit wird auch einigermaßen schnell abgebaut. Das ist sehr schön. Und genau sowas sollten wir eigentlich auch machen für... Naja, für Tungsten nicht unbedingt. Aber für die Charged Chunks. Für die da. Und da wir jetzt relativ nah dran sind, mache ich das einfach mal. Das sind jetzt quasi Mini-Außenposten, die hoffentlich stark genug sind, um sich selbst zu verteidigen. Problem ist halt nur, wenn irgendwann mal die Kabel abgebissen werden. Dann verlieren wir Türme, verlieren wir die gesamte Ladung und so. Das wäre schon schmerzhaft, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Das heißt, ich hätte gerne noch einen Drill davon. Eigentlich sogar zwei oder drei. Papp das dahin, tue es in die Kiste. Mache hier überall Strom drumherum. Und mache auch hier wieder... Blub, blub. Blub, blub, blub. Türmen. Und wir kriegen unsere Charge Chance. Achso, zweiten wollte ich auch noch sitzen. Oh, hat sich sogar verdoppelt. Sauber. Dann mache ich hier, hier, hier auch noch welche hin. Und da welche hin. Das sieht fast okay aus. Oh. Kleines Problemchen. So, es sieht fast okay aus. Gib her, gib her. So. Was brauchten wir noch? Ah, genau, das Rudilit oder Rudilit? Ich muss mit Rull. Für Titan. Es kommt gut was rum. Okay. Also, da muss ich dran denken, alle paar Folgen mal hochzugehen und die Ressourcen rauszuholen. Damit, falls wirklich mal ein Angriff kommt und so ein Ding zerstört wird hier, dass denn nicht alles verloren ist. Ja, und das Rutilit mache ich dann später hier. Da sind schon Poles hin. Das ist verlockend, aber ich habe nicht genug... Ich habe genug Lasertürme. Okay. Du da. Da so hin. So. Du machst das irgendwie schneller als ich mit 1000% Geschwindigkeit. Das ist komisch. Oh, Mining Power 4,5. Ja, du bist ja auch besser als unsere Picke. Was ein wenig frustrierend ist. Aber gut. So. Ich hoffe, das klappt soweit. Und wir bauen netterweise auch noch Unicomp dabei ab. So, dass hier irgendwo mit drin ist in der Ecke. Was gut ist. Genau, damit haben wir uns jetzt recht viel Handarbeit erspart. Bisschen Risiko dabei, aber hey, was soll's. Genau, das Alu-Zeug, das da, soll ich jetzt möglichst schnell nach unten bringen, damit wir die Construction Bots bauen können, damit wir mit dem Holz weniger Probleme haben. Wobei das hier gerade gut aussieht. Gab wohl gerade eine Ernte. Oh. Okay. Wir sind voll. Also die Farm ist voll bestückt. Gut, 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 gut. Das Holz ist jetzt also hoffentlich da, wo es auch hin soll. Wenn ich bei meinen braunen Chips. Wo laufe ich gerade hin? Genau, ach so. Die Aluplatten. Du. Und ich muss hier mal ein Stack Brennstoffblöcke reinschmeißen. Sonst ein wenig peinlich. Und ich habe noch keine Logistik-Slots, fällt mir gerade auf. Das könnte ich mal erforschen. Das gönne ich mir. Charakter-Logistik-Slots. Also gerade für Aluplatten und das Yuki-Zeug ist das ganz gut. Was tue ich hier? Ich wollte Alu holen für meine Roboter, habe das Alu aber liegen lassen. Bin dann nach Westen gelaufen.
Ah, Fuel-Blöcke, genau. Dum, 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 dum. Da. Ein Stack ist ein bisschen übertrieben, weil das brennt echt ewig, aber... Ich tue jetzt die Hälfte von der Hälfte dann da rein. Den Rest nehme ich mit, falls nochmal irgendwas angezündet werden muss. So. Und du brauchst eine blaue Kiste. Grrr. Stopp. Tut mir leid, tut mir leid. Du kommst jetzt hier hin. Weil hier bist du wenigstens in dem Einzugsgebiet. So, du kriegst Aluminar. Kriegst die Hälfte davon. Kriegst das da und das da. So, und jetzt hättest du ganz gerne die Kiste und du hättest gerne das komische weiße Pulverzeug da. Es gibt ja bloß zigtausend komische weiße Pulverzeug, aber das da meine ich. So, und du hättest auch ganz gerne das da, falls es mal irgendwo im System auftaucht. Her damit. Her damit. Und bau bitte davon welche. Nein, 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 nein. Jetzt schon? Warum greift ihr da jetzt schon an? Wird irgendwas zerstört? Wird beschädigt. Nee, ist alles gut gegangen. Okay, okay. Aber ja, die sind anscheinend ein bisschen stinkig. Weil ich direkt vor ihrer Haustür Smog produziere und die sind zwar... Was ist das? Warum sind da blaue Punkte über den roten Punkten? Also entweder ist es einfach nur irgendein Erz und Erze werden komischerweise über einer Basis angezeigt oder das ist irgendeine neue Art von Mutation, dass die Basis irgendwie aufgestuft wird oder so. Gucke ich mir dann auch nächste Folge an. Erstmal lasse ich euch frei, damit ihr Repair-Sachen machen könnt. Was machst du? Ja, genau. Oder halt Bäume fällen. So, nächste Folge. Die eine Basis da oben angucken, wegen dem komischen türkisen Zeug da. Aber mal gucken, was inzwischen auch für Beiter da so rauskommen. Vielleicht können wir ja doch ein bisschen was an Schaden da anrichten und vielleicht einen Spawner killen oder so. Und dann würde ich die ganz gerne noch setzen. Und übrigens auch mehr davon bauen, aber da fehlen wieder die Engines. Also auch nächste Folge runtergucken, Engines absahen. Und damit mehr von denen hier bauen, damit wir mehr, viel mehr Eisen bekommen. Achso. Ich darf wieder nicht im Weg stehen. Blub, blub, blub. Das sieht sehr komisch aus mit den Farben. Grün, lila, blau gemischt. Oh, und wir bräuchten hier wahrscheinlich dann auch ein schnelleres, durchgehendes, rotes Fließband. Ja, also wie immer viel zu tun. Aber ich bin zufrieden. Sehr zufrieden, wie die Basis voranschreitet, wie wir technologisch voranschreiten. Es ist halt alles wesentlich langgezogener als letzte Staffel, weil es viel, viel mehr Content ist, der erforscht werden kann. Aber es macht Spaß. Jetzt, wo man so ein bisschen langsam drin ist, macht es echt Spaß. Am Anfang war ich viel zu überwältigt.